Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es um meine Favoriten und eine kleine Überraschung für euch am Ende des Videos. Und ich hoffe, ihr bleibt auf jeden Fall dran und ich zeige euch jetzt erstmal, was ich den Monat September super, super gerne einfach verwendet habe. Und da fangen wir auch gleich mal mit dem neuesten Schätzchen an. Fast das neueste Schätzchen. Ist hier von Catrice die Made for Stars Palette, die hier so wirklich so einen richtig schönen holographischen Effekt hat. Und ja, ich habe euch ja schon ein First Impression mit der Palette abgedreht und das verlinke ich euch hier oben auch einfach mal. Schaut gerne mal vorbei. Ihr könnt die auch mit viel Glück noch teilweise im DMs ergattern. Also manche DMs haben die zum Teil noch da gehabt. Und ja, so sieht die Palette von innen aus. Und ich glaube, man kann es ja auch schon ganz gut erkennen, dass ich gerade diese beiden Töne hier schon sehr, sehr gut verwendet habe. Genauso verwende ich sehr, sehr gerne diese beiden Töne hier und natürlich diesen Blendeton praktisch. Und ja, ich mag die Palette einfach sehr, sehr gerne. Und gerade für den Alltag finde ich sie richtig, richtig schön. Sie hat eine schöne Pigmentierung, sie lässt sich leicht auftragen. Man hat schöne Alltagsfarben drin. Also da muss ich sagen, finde ich die Palette wirklich top. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Glück habt, schaut sie euch auf jeden Fall an. Und vielleicht bekommt ihr die sogar schon im Sale. Man hat da, ist ja DM mittlerweile recht schnell unterwegs. Und ja, ich finde sie einfach nur mega schön. Ja, noch so ein Favorit von mir, der von Manhattan, das Insta Prime and Set. Das ist dieses hier, das ist auch schon fast leer, das müsste ich mir mal wieder nachkaufen. Ich verwende auch gerne das von MAC, allerdings muss man halt wirklich sagen, das von MAC kostet halt schon so seine 20 oder 25 Euro mittlerweile. Und ja, das hier kostet glaube ich 6,95 in der Drogerie. Ich nehme es meistens bei Rossmann mit, wenn es 10% gibt und ja, da spart man sich noch ein bisschen was. Und ja, das finde ich einfach schön und ich mag es. Es ist ölfrei, es ist schnell trocknend und es stimmt auch wirklich. Es kommt ein schöner, feiner Nebel raus. Man hat keine großen Punkte irgendwie im Gesicht und deswegen finde ich das echt super. Ein weiterer Favorit, der fast leer ist, ich habe den auch schon nachbestellt, ist hier die Hello Happy Foundation in der Farbnummer 1. Die trage ich auch heute wieder und ich finde die einfach so schön. Sie ist schön leicht auf der Haut, sie verschmilzt schön mit der Haut, sie hebt nicht irgendwelche Stellen unschön hervor, sie ist nicht zudeckend, einfach dass es zu maskenhaft aussieht, deswegen verwende ich diese Foundation momentan eigentlich fast jeden Tag und ja, deswegen ein absoluter Favorit von mir. Noch etwas, was ich wirklich sehr, sehr gerne verwende, ist von Maybelline der Master Prime Pore Minimizing Primer. Und den verwende ich gerade hier auf der Nase, weil da habe ich schon ab und zu mal so trockene Stellen, die sich dann unschön hervorheben können, auch mit der Foundation. Aber da würde jede Foundation einfach den Dienst versagen. Und deswegen gleiche ich das so ein bisschen mit der aus, wenn ich wirklich so wieder so ein paar schlechtere Tage habe, wo halt einfach nochmal so eine Base praktisch geschaffen wird und das macht dieses Produkt hier wirklich sehr, sehr schön. Ich mag den sehr, sehr gerne und finde ihn auch richtig gut. Kommen wir zu einem Concealer, den ich sehr, sehr gerne momentan mag. Ist hier von Revlon der Colorstay Concealer in der Farbe 01 Fair. Das ist dieses hier, den bekommt ihr bei Rossmann. Die Farbe finde ich richtig schön, er hat keinen Glitzer drin, er lässt sich schön auftragen, ist nicht zu dick, ist schön flüssig auch und ja, ich mag den sehr gerne. Er lässt sich schön einarbeiten unterm Auge und hat auch nicht dieses, dass es sich so unschön absetzt irgendwie unterm Auge. Also das mag ich wirklich gerne. In der Kombination mit dem Puder hier von By Terry, das Hyaluronic Powder. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das jetzt schon habe, aber hier ist noch jede Menge Produkt drin. Ich verwende es auch eigentlich fast nur für unter den Augenbereich. Es ist feuchtigkeitsspendendes Puder, das heißt, man trocknet unter dem Auge nicht so schnell aus. Also mir hilft es wirklich sehr, sehr viel, denn ich habe wirklich eine sehr trockene Augenpartie und da, wenn ich mit normalen Produkten rangehe, schaut es aus wie die Wüste. Na, also da ist das für mich einfach ein absolutes Must-Have.
Ja, ein Blush, den ich den Monat auch sehr, sehr gerne verwendet habe, den ich auch heute wieder trage, ist hier von Catrice, der Defining Blush in der Farbe 020 Rose Royce. Den hatte ich damals im Trashpack hier mit der Katharina vom Kanal Dalinka. Verlinke ich euch auch unten mal in der Infobox. Sie macht mittlerweile hauptsächlich Kerzenvideos, Yankee Candles und so weiter und so fort, was es so alles auf dem Markt gibt. Und hat super Beschreibungen auf Lager, also wirklich ganz, ganz tolle Beschreibungen. Schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei, wenn ihr kerzenverrückt seid. Sie macht da wirklich absolut klasse Videos. Und ja, das ist die Farbe hier. Am Anfang, am Rand erkennt man es, glaube ich, noch so ein bisschen, war der so leicht rosa. Da ging kaum Farbe ab. Aber wenn man dann mal so die erste Schicht durchbrochen hat praktisch, hat der eine richtig, richtig schöne rosa Farbe, was natürlich zu meinem Hautton echt gut passt. Und den verwende ich halt deswegen auch einfach sehr, sehr gerne. Ich hatte mir ja von Douglas die It Cosmetics Foundation oder CC Cream bestellt. Und da konnte man sich eine Mascara hat man dann praktisch dazu bekommen. Das ist die Superhero Mascara von It Cosmetics. Die habe ich auch heute auf den Wimpern und ich finde die richtig schön. Sie hat ein normales Bürstchen. Also wirklich ein schönes, normales Bürstchen, schön gerade. Mit dem kann man wirklich schön arbeiten und es ist einfach eine super Mascara und ich bin echt schon am Überlegen, ob ich mir die in groß mal holen soll oder nicht. Ich verwende sie momentan wirklich sehr, sehr gerne, weil sie eine schöne Wimper macht, getrennte Wimper macht und einfach schöne Wimpern macht. Im DM-Sale ist dieser Lippenstift hier bei mir eingezogen. Da ist ja die Lavera-Theke aus dem DM rausgegangen, also bei unserem zumindest. Und hier habe ich die Farbe Caramel Glam. Und das ist hier so eine Farbe. Er ist ja wirklich schön pflegend auf den Lippen. Er ist schön shiny und optimal für den Alltag geeignet. Auch eine richtig, richtig schöne Farbe. Gefällt mir richtig gut. Und ja, trage ich momentan fast täglich sogar. Ja, dann haben wir auch schon das letzte Schätzchen, was bei mir eingezogen ist. Und es ist der Hatice Schmidt Becker Highlighter. Dieses schöne Teilchen hier. Den habe ich ja noch nicht so lange, weil den gibt es ja noch nicht so lange. Aber er ist jetzt schon ein absoluter Favorit von mir. Und so sieht das Ganze von innen aus. Den trage ich auch heute und er hat halt wirklich einen richtig, richtig schönen Glow. Und ich swatch euch den mal. Wo machen wir den dann am besten? Ich glaube hier. Ich weiß jetzt nicht, ob man es jetzt hier erkennen kann. Also der hat halt einfach einen richtig schönen Glow. Mir gefällt der einfach nur mega gut. Und wie es auch so schön heißt, es ist ein Erwachsenenglow. Das muss man absolut so sagen. Der ist wirklich richtig, richtig schön. Und deswegen liebe ich ihn auch. Und deswegen ist er absolut jetzt schon in meinen Favoriten. Und das ist auf jeden Fall auch ein Kandidat für meine Jahresfavoriten. Und ja, das waren jetzt alles meine Favoriten aus dem Monat September. Ich will immer August sagen, aber wir haben ja schon Oktober, ne? Unfassbar, wie die Zeit vergeht. Und ja, wenn ihr die Produkte auch habt und sie auch zu euren Favoriten gehört oder ihr habt andere Favoriten, dann schreibt sie mir unten in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was bei euch so momentan die Top-Produkte sind, zu denen ihr jeden Tag greift. Und ja, wir kommen jetzt zum Teil der Verlosung. Und zwar habe ich insgesamt hier 4 Boxen stehen. Die werde ich jetzt nach und nach verlosen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal heute mit dieser Box hier. Und ich zeige euch mal, was hier drin ist. Und zwar habe ich hier versucht, das alles so ein bisschen in einer Farbe zu halten. Und hier habe ich drin von Karl Lagerfeld und Model Co. diesen Augenbrauenstift. Das ist dieser hier. Den hatte ich ja mal in einer Glossy Box, den habe ich auch noch nicht verwendet. Und weil es einfach nicht meine Farbe ist, das ist Medium to Dark. Das ist die Farbe. Und ja, vielleicht könnt ihr dann damit was anfangen. Dann gab es in unserem DM letztens so einen Aufsteller mit dieser Schönheitsgeheimnis, heißt es bei DM, diese Acai-Beere, so eine Maske. Da glaube ich, kann man auf jeden Fall für seine Haare was Gutes tun. Von Rival de Loup habe ich hier einen Lippenstift für euch.
Und das ist die Farbe 01, eine schöne Herbstfarbe, ist ein schöner dunkler Ton. Sieht so aus. Dann noch ein kleines Goodie, einfach so ein Handylicht nennt sich das. Ein Duschgel von Alverde, du hübsches Ding, Pflegedusche mit Bio-Rose und Bio-Bergamotte. Vom Kneipp einmal hier die Badekristalle Lieblingszeit mit Kirschblütenduft. Und das ist auch ein richtig, richtig schöner Duft, also gefällt mir auch richtig gut. Von Garnier Fructis die Hair Food Maske mit Bananafood, da habe ich ja das große Produkt. Und eine Maske, die hier, von Skin Active, die Utera Bomb Maske für Fagehaut. Sieht so aus. Wenn ihr diese Box gewinnen wollt, solltet ihr natürlich Abonnent meines Kanals sein, dieses Video einmal liken und mir einmal unten auf jeden Fall einen eurer Favoriten reinschreiben. Und einen Hashtag, und zwar würde ich sagen, wir machen den Hashtag, wie diese Badekristalle hier heißen, und zwar Hashtag Lieblingszeit, würde ich jetzt einmal so sagen. Schreibt das auf jeden Fall unten in die Kommentare und mit ganz viel Glück seid ihr Gewinner dieses Pakets. Alle weiteren Infos zum Gewinnspiel findet ihr natürlich auch in der Infobox, bitte lest euch das durch. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!